Herzlich willkommen zum 58. Monster. Da haben wir jetzt den Shagura Magella vor uns. Bei ihm benutzen wir. Ist eigentlich halbwegs egal bei ihm, ob man jetzt Normal- oder Pierce-Bogen benutzt. Bei ihm kann man beides machen, würde ich sagen. Wir nehmen mal den Pierce, weil das einfach der geilste Bogen ist im ganzen Spiel. Und natürlich Drachenelement. Aber dann haben wir diesen wunderschönen Bogen hier, den Silberstürmer mit 3-4er-Sloots. Einfach ein schönes Ding. So, einmal die aktiven Statuswerte. Die natürlich 1A aussehen durch die 4er-Sloots. Und die Ausrüstung sowie der Talisman. Alles easy zu holen, sollte kein Problem für euch sein. Falls Fragen sind, einfach in den Kommentaren melden. Oder in die Beschreibung gucken, da verlinke ich euch meine Bogenset-Videos. So, der müsste jetzt halbwegs schnell gehen. Der ist nämlich nur Meisterrang. Weil seine Anomalie-Variante ist ja der erhobene Shagura Magella. Den müssten wir eigentlich ohne Probleme down kriegen. Nice, Ausdauer damit. Der Espinas, der schlägt sich mit ein paar Banabara oder Vesperin, eins von beiden ist es. So. Ich würde sagen, wenn wir Ausdauer voll haben und halbwegs Leben voll, müsste das passen. Er ist eh ganz oben im Gebiet unterwegs, bis wir da hinkommen, dauert ein bisschen. Auf jeden Fall alles voll ohne Probleme. Gut, das müsste reichen. Gucken wir mal, ob er oben bleibt oder dort weggeht. Ich hatte früher auf irgendein Nintendo-Teil, da wurde der Shagura Magella ja eingefügt. Und er hier war dann, glaube ich, der Secret-Boss sozusagen, oder der Boss halt von der Story allgemein. Das Frontmonster war der Goro Magella und war er hier die besondere Variante, die erwachte Form. Yep, hold up. Mein Hassgebiet, wo wir jetzt drin sind. Ja, ist es. Ich mag das einfach nicht, weil es so klein hier ist. So. Ausdauer holen. So, der Hund ist an ihn dran. Das macht ihn gerade so kirre. Erstes Teil gebrochen. Kein Plan was. Und aus dem Schaden rauskommen. Kopf kriegt er auf jeden Fall guten Schaden. Na ja, greift das Ding an. Dem Kugelfisch da. Das müsste
müssten die Hörner gewinnen sein. Ja. Uiuiui. Der ist ja genau auf uns drauf. Denn sein Status. Nehmen. Und wieder aus dem Status. So, ihr erwartet also die Meisterrang-Variante. Das ist kein fairer Fight. Das waren die Flügel. Ist er knapp. Wieder aus dem Status raus, hat mich aber gewundert. Gut, liegt auf der Seite. Jetzt ist er aus dem Status 4 raus. Wird er da gerade gut gefressen wieder? Das macht den Fight unnötig lange auf jeden Fall. Mal gucken, wenn er es schafft einzuschläfern, dann kriegt er mega Fassbomb ab, würde ich sagen. Wenn er es nicht schafft, dann töten wir ihn so. Ja, er hat es nicht geschafft. Sind wir genau rein ausgewichen. Und da haben wir. Tut mir leid, Kumpel, das war kein fairer Kampf. How about we celebrate with some dongo? I've already made the arrangements. The message should be delivered by now. Let's make our way back. Was haben wir gebraucht? 7 Minuten 22. Ja. Oh, jetzt Programmmaterial fallen lassen. Was haben wir hier Schönes? Ein Cortex, also ein Panzer. Gut. Wir haben auch die Pest einmal abgekriegt, sehe ich gerade. Da habe ich doch gar nicht mal gesehen, dass hier so ein riesiger Turm liegen tut. Naja. Gut, dann haben wir wieder ein Monster weiter down. Dann danke ich euch wieder vielmals fürs Zugucken. Wem es gefallen hat, gerne liken. Wer es noch nicht getan hat, auch sehr gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.